Hey Leute, willkommen zurück zu Randall's Monday. Hatten letztens in den Kommentaren gelesen, ich habe die zweite Batterie, die wir benötigen fürs Radio, im Inventar. Im Inventar. Wo drin? Muss ich so eine Schraubenzieher irgendwas öffnen? Nein, nicht dein Ernst! Im Laserschwert sind die Batterien? Willst du mich verarschen? Nicht dein Ernst. Ist das Plutonium da? Oder den Laser? Es gibt. Okay. Im Inventar hatten wir sie. Alter, ernsthaft. Oh Mann. Jetzt brauchen wir das Radio wieder. Da war's noch. Im Laser. Und ich dachte immer schon, ich habe aus dem Laserschwert schon mal Batterien rausgeholt. Ich war voll in Meinung, ich habe da schon mal Batterien rausgeholt. Fuck. Ich war echt der Meinung. Ich hätte schwören können. Bitte sehr, Kumpel. Zwei Batterien. Super. Gute Neuigkeiten, Admiral. Der Transmitter ist... Der Transmitter! Danke, Lord Vader. Und nun, mit Ihrer Erlaubnis, kümmere ich mich mal um wichtigere Dinge. Und dafür brauche ich das Radio, das Sie gerade repariert haben. Echt? Nicht so schnell. Ich verlange etwas im Gegenzug. Oh Mann, du hast nicht gesagt, komm, dass du was haben willst. Junge. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich das für umsonst mache. Mann, ich war's doch, der dich erpresst hat. Das stimmt. Aber jetzt bin ich derjenige, der etwas hat, das du brauchst. Und ich will was im Gegenzug. Ist ganz einfach. Hilf mir, mein Kostüm etwas aufzurichten. Laserschwert! Okay, dann spuck's schon aus. Ich brauche ein besseres Lichtschwert. Das hier ist nur ein Spielzeug. Ich will eins, das echt aussieht. Aber wo zum Geier soll ich denn sowas finden? Ich repariere Sachen, du besorgst Sachen. Ganz einfach. Ich will ein neues Lichtschwert. Was auch immer. Ich schau mal, was ich machen kann. Er will ein neues Lichtschwert. Bitteschön. Zum Geier soll das denn sein? Was Besseres kann ich nicht auftreiben, okay? Was ist das hier? Tesafilm? Das ist inakzeptabel. Das ist eine Beleidigung für das Imperium. Oh nein. War ja klar. Ich kann doch kein Lichtschwert tragen, das nicht rot ist. Weißt du das nicht? Natürlich weiß ich das, aber du bist eine Episode zu spät. Ich finde heute einfach keine rote Richtig, Farbe. Das gab's es gestern am letzten Montag. Die Batterien fehlen und es funktioniert nicht mal. Ich hab doch die Batterien gerade. Genug! Das ist inakzeptabel. Nicht dein Ernst! Sie haben mich im Stich gelassen, Admiral. Und damit das Imperium. Ich werde keine weiteren Fehler zulassen. Bringen Sie mir, was ich brauche. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren, die Macht an Ihrem Hals zu spüren. Okay, wenn man dich mitzählt, habe ich wohl schon mit jedem einzelnen Freak in dieser Stadt gequatscht. Erstaunlich. Der hat es einfach kaputt gemacht. Das ist alles, was von meinem geliebten Lichtschwert übrig ist. Nur der Griff. Ja, und das Vorderteil da, ne? Oh, das ist nichts, okay. Oh, Mann. Der verdammte Nerd hat's kaputt gemacht. Wie kann ein Nerd bitte ein Laserschwert zerstören? Wie kann er es wagen? Das wäre sicher eine super Batterie, aber im Moment ist es nur ein Griff. Oh. Okay, das sieht gut. Ach, jetzt gerade ein echtes Laserschwert? Kinder, macht das nicht zu Hause nach, wenn die Eltern nicht dabei sind. Ja, steckt kein Plutonium irgendwo rein in den Laser. Ist das jetzt schon fertig? Hier ist dein scheiß Lichtschwert oder was auch immer. Und sei vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nicht, was abgeht, wenn man es einschaltet. Sehr witzig. Mal sehen. Oh Gott. What the fuck? Heilige Mutter des Imperators. Das ist erstaunlich. Schalt das ab, bevor du jemanden umbringst. Geiler Scheiß. Spektakulär. Ich hätte es doch behalten sollen. Radio Admiral. Ich muss jetzt einige Tests durchführen. Ich will doch nicht das Rad, ich will das Lichtschwert. Bevor ich eine Hand verliere oder so. Gott. Mein liebes Radio weilt wieder unter den Lebenden. Ja, toll, ne? Und was mache ich jetzt damit? Und was mache ich mit dem nassen Schwamm? Dieser nasse Schwamm. Wir haben jetzt ein Radio. Können wir damit irgendwas?
irgendwas anfangen. Das ist ein Radio. Ein Radio. Ja, hier werden wir kein Radio brauchen, oder? Was war denn mit dem Radio? Auf keinen Fall. Will mich nicht von jemandem vaporisieren lassen, der so rumläuft. Vaporisieren. Was mache ich jetzt mit dem Radio? Einige meinten, wenn ich das Rätsel hier löse, bekomme ich auch die Münze und so weiter. Heißt das, mit dem Radio kann ich ihn ablenken? Wenn das Radio zum Regenrohr hinstellen und das dort raus... Ja, das könnte... Könnte das gehen? Das beim Loch dort wieder rausdröhnt? Aber er sieht doch, dass wir es hinstellen, oder? Ich bin verwirrt. Er sieht zwar, dass wir es hinstellen, aber er konzentriert sich trotzdem darauf. Ich gehe trotzdem zur Sicherheit rein. Nutze die Magneten so. Mit dem Radio. Mann, Mann, Mann. Was zum... Wo zum Geier ist mein Busgeld? Na, 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 na. Bleibt das Radio jetzt hier? Nö. Mein Radio. Fick dich, Arschloch. Wir haben eine Münze. Wir können zum Kaugummi-Automaten. Nice. Dafür das Loch. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Und ich dachte, die ganze Zeit müssen irgendwas in das Loch stecken. Aber das liegt wohl eher an meiner Denkweise. Jedes Loch muss gestopft werden. Und jetzt? Was ist in diesem fucking Kaugummi-Automaten? Frage ich mich gerade. Was zum... Hey, wo ist mein Kaugummi? Hast du gerade meine Münze verschluckt? Hast du überhaupt eine Vorstellung, was ich ganz durchmachen musste, um da ranzukommen? Scheiße, das ist so unfair. Dein Ernst? Dein Ernst jetzt? Wo ist mein Hammer? Da. Ich glaube, Gegentreten reicht. Ja, dann tritt dagegen. Ich glaube nicht, dass ich mit einem Gegenstand... Ah, okay. Ha. Ich will nur haben, was rechtmäßig mir gehört. Sehr richtig. Was ist da drin? Und die Überraschung ist... Yeah. Eine riesige Rolle Kaugummi. Wow. Eine Rolle extra klebriges Kaugummi. Wie lang die wohl ist. Extra klebriges Kaugummi. Das ist das. In der Kugel war mein Kaugummi drin. Extra klebriges Kaugummi. Lieber nicht. Kann man die Kugel wieder verschließen? Muss ich gar. Lieber nicht. Extra klebriges Kaugummi. Und ein nasser Schwamm. Das? Die Sorte schmeckt mir nicht. Aber er hat's probiert, immerhin. Kaugummi, offene Kapsel. Kaugummi, offene Kapsel. Also, wir müssen ja ihn hier noch richtig hart. Nerven. So kriege ich gar nichts aus ihm raus. Der lässt. Wenn man jetzt. Ja, auch einen Kommentar meinte, wenn wir versuchen, den Sprecheisen holen. Ich glaube nicht, dass das jemand will. Na, okay. So, das Sprecheisen mit Magneten geht leider nicht. Wir haben jetzt. Kaugummi? Eine offene Kapsel. Kaugummi? Eine offene Kapsel. Erstes Spiel. Und ein nasser Schwamm. Wir sind den Dieb hier, ja. Der Typ sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Der hat den Ring. Punkt. Der hat den fucking Ring. Mal die Karte gucken. Moment mal, Moment mal. Hier sind wir. Okay, hier ist der Dieb mit dem Ring. Hier ist eigentlich nichts mehr. Wir brauchen noch eine Maske für die Psychiatrie. Aber da weiß ich noch nicht, ob das diesen Montag sein muss. Zu Hause haben wir... Was ist... Können wir... Dem Kaugummi
das Maßband festkleben vielleicht? Oder die Nagelpistole? Oder dem Kleinen die Kaugummis geben? Ne, da will er die Nagelpistole, der Kleine. Der Kleine will verfickt nochmal die Nagelpistole. Wir können nicht in die Wohnung, denn die ist ja versperrt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Entschuldigung, mein Freund, aber ich brauche deine Nagelpistole. Verdammter Penner! Ich finde dich schon! Du wirst dich nicht mal an mich erinnern. Wie geil, wir haben ihn festgeklebt wie Kaugummi. Nice! Nice! So, Kleiner. Hörst du deine neue Pistole im Weg? Du schießt mir irgendwo rein, ey. Der Mutter interessiert sie eh nicht, die ist voll zu beschäftigt. Hier bitte sehr, Junge. Das ist die ultimative Waffe. Was eine hässliche Bleischleuder. Die Farbe ist scheiße und aerodynamisch ist sie auch nicht. Was? Sag noch einmal was. Ich warne dich, sag noch einmal was, Motherfucker. Was? Ich habe eine Menge durchmachen müssen, um an die Knarre zu kommen, okay? Haben dir deine Eltern denn gar kein Benehmen beigebracht? Mami, der Mann sagt, du erziehst mich falsch. Was? Hey, das stimmt gar nicht. Ich hab zwar was ganz Ähnliches gesagt, aber das nicht. Liebling, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mit Fremden reden. Die sind alle etwas beschränkt. Ja, Mami. Du hast sie gehört, du Depp. Verzieh dich. Die Knarre ist doof, du bist doof und deine Frisur ist auch noch doof. Mein Abzeichen kriegst du nie. Alter. Was ein Bastard. Zu Recht. Hey, was zum Geier? Du magst zwar ein Plastikabzeichen tragen, aber ich hab mehr Bums. Wow, die Knarre ist klasse. Gib die her. Ah, ich liebe dieses Gefühl. Jetzt willst du also die Knarre haben, na, willst du sie haben? Aber die ist gar nicht aerodynamisch. Und die Farbe ist scheiße. Nein. Na, ich glaube, die schmeiß ich einfach weg. Sei doch nicht so ein Arsch. Wer, ich? Du bist der Arsch. Du verwechselst da was, Junge. Ich bin blöd, hässlich und doof. Stimmt's? Das heißt aber nicht, dass die Knarre nicht cool ist. Ich will, dass du drum bettelst. Dann kriegst du sie. Vielleicht. Ich werde sicher nicht betteln. Gib sie einfach her. Das war abgemacht. Na gut. Hier, aber sei vorsichtig. Da knallt uns ab. Super. Hier, meine Wasserpistole. Hey, warte mal, deine Wasserpistole? Das war nicht unsere Abmachung. Du sagtest, ich krieg das Abzeichen. Wenn ich dir das gebe, wie sollen dann die Leute wissen, wer hier das Sagen hat? Junge, du sagtest, du gibst mir das Abzeichen, wenn du eine bessere Knarre kriegst. Hab ich nie gesagt. Ich sagte, ich denk drüber nach. Oh, du willst mich wohl verarschen. Gib mir das Abzeichen. Nö. Kinder, ey. Kinder. Das wirst du schon sehen, du kleines Monster. Das wirst du schon sehen. Lea, ein Maßband. Jetzt kann ich in die... Ab geht die Party! Au! Was machst du da? Was ich mache? Ich wollte dich nur ein bisschen nass spritzen und du ballerst mir einen Nagel vor den Latz! Erst schießen, dann nachfragen! So bin ich halt dran. Ein echter Amerikaner! Die Haltung wird dich eines Tages mal in Schwierigkeiten bringen. Alter! Au! Lass das, ja? Wollte nur sicher gehen, dass sie funktioniert. Ja, das tut sie, verdammt! Den geht aber die Munition aus, oder? Ich könnte. Ich meine, das wäre schon cool, aber der Junge hat eine geladene Nagelpistole. Da stehe ich auf der Verliererseite. Fuck. Willst du mich verarschen? Ja, dann paar Luftballone. Das könnte zu... Das wird überhaupt nicht zu missverstehen. Okay, unser Schwamm ist weg, weil wir die Wasserpistole geladen haben. Ja, haben wir eine Wasserpistole? Offene Kapsel? Und ein fucking Maßband. Maßband. Haben wir irgendwann Maßband gebraucht? Muss ich gar. Diese Kapseln. Lieber. Warum? Keine Sache. Bitte, schieß nicht. Komm schon. Können wir uns nicht irgendwie arrangieren? Aua! Hörst du mal auf, mich zu beschießen? Mann, oh Mann! Warum? Das macht Spaß! Könnte ich den ganzen Tag machen, Rotzfresse! Alter!
Hör zu, Junge. Ich brauche wirklich diese Polizeimarke. Es ist dringend. Wozu brauchst du die? Ich will mich als Cop ausgeben und so ein Arschloch verhören, das mich gestern ausgeraubt hat. Du hast Arschloch gesagt. Das sagt man nicht. Du musst bestraft werden. Warte, halt. Schieß nicht. Warum sollte ich das nicht machen? Tja, weil es scheiße weh tut. Alter! Hüte deine Zunge, wenn du mit mir redest, du schleimige Made. Bei Gott. Oh ja. Dafür wirst du bezahlen. Ach ja? Was willst du denn machen? Ich lass mir was einfallen. Wart's nur ab. Ich bin doch noch klein. Ich hab gar kein Zeitgefühl. Okay, du kannst also schießen. Na klar. Soll ich nochmal auf dich schießen? Nein, das reicht jetzt. Na gut. Aber weißt du, ich stehe hier direkt vor dir, also werd nicht gleich überheblich, okay? Du kannst ja noch ein Stück weiter weggehen. Ich wette, dann treffe ich dich immer noch. Nein. Schieß doch lieber mal auf was anderes, also irgendwas, das nicht ich ist und das nicht so nah dran ist wie ich. Sodass ich einschätzen kann, ob du ein guter Schütze bist. Okay. Was hast du denn gedacht? Für dich ist es bestimmt auch nicht schwer, den U-Bahn-Netzplan zu treffen, oder? Nö, natürlich nicht. Oh, verdammt! Ich kann von hier aus nicht gut zielen. Ja, klar. Daran wird's gelegen haben. Ja, ja. Schau genau hin. Hast du gesehen? Ich hab ja gesagt, dass ich das kann, du Depp. Tja, aber sogar ein Affe hätte so ein großes Ziel getroffen. Hey! Vergiss nicht, dass ich hier die Knarre habe. Weiß schon. Ich will ja nur andeuten, dass du vielleicht ein bisschen üben musst. Muss ich nicht. Okay, na dann. Schieß doch mal auf das U-Bahn-Schild. Kein Problem. War wohl doch ein Problem, hm? Halt's Maul. Wow, guck dir das an. Ich glaube, mir geht bald die Munition aus. Na klar. Komisch, da. Da ist gar keine Delle drin. Egal, ich hab wirklich getroffen. Okay, tja. Meinst du kannst das Rote Kreuz auf der Absperrung treffen? Guck genau hin. Ne. Knapp. Du sollst das Maul halten. Oh, scheiß Schrottteil. Mach dir nichts draus, ist schon okay. Halt endlich dein Maul. Ist jetzt leer endlich? Na bitte. Oh, hab grad nicht hingeschaut. Kannst du das nochmal machen? Ja. Gesehen? Tja, naja, das erste Mal hast du aber nicht getroffen, aber wenn du damit zufrieden bist. Du bist doof. Willst du nicht mehr üben? Warum schießt du nicht nochmal auf den Netzplan? Du bist so nervig. Vielleicht schieße ich dir einfach mal ins Auge. Aber Junge, ich wollte doch nur. Ha! Was ist denn jetzt kaputt? Ach nee. Dachtest wohl, du musst niemals nachladen? Ha! Ausgetrickstes kleine Arschloch. Ja, na gut. Nun stell dir mal vor, jetzt bin ich am Drücker. Oh, jetzt kriegt er unsere Knarre ins Gesicht. Ha! Hey, lass das! Ich soll das lassen? Ich glaub, du spinnst. Ich werd nicht. Wir streiten hier mit dem Kind die ganze Zeit, ey. Du bist also nicht gern nass, ja? Hör auf, hab ich gesagt. Ich sag's meiner Mami. Ja, klar. Die sieht so aus, als wenn sie das interessiert. Ja. Mami, der Mann ist ein Stalker. Er hat meine Wasserpistole und jetzt spritzt er mich nass. Klar, Marianne. Aha. Ja, ja. Mami! Momentchen mal. Hörst du jetzt auf zu schreien? Ich telefoniere gerade. Aber Mami, der Mann will mich entführen. Sag noch einmal Mami. Sag noch einmal Mami. Ich warne dich, Motherfucker. Scheiße. Oh, was ist denn los? Mami hört dir wohl nicht zu, was? Oh, armer kleiner Scheißer. Willst du ein bisschen Wasser? Das wirst du noch bereuen. Ich glaube nicht. Gib mir das Abzeichen. Na los, das war so abgemacht, du kleiner Scheißer. Abgemacht? Gar nicht. Ich geb dir meine Polizeimarke nicht. Niemals. Du willst es also auf die harte Tour, ja? Aufhören! Ich bestimme hier, wenn's reicht. Und das wird erst sein, wenn ich die Marke habe. Tee.
Oh ja. Na gut, hier ist die Scheißmarke, du hässliches, dummes Schwein. Na endlich. Bravo, Junge. Warum musste das denn so schwer sein? Lass mich in Ruhe, verpiss dich. Aber gerne. Was ein kleines Arschloch, ey. Eine blöde Spielzeugpolizeimarke. Ob die den Dieb überzeugen kann? Ob er wirklich glaubt, wir sind Polizist? Ich bin ja sehr gespannt. Wir haben auf jeden Fall nichts zum Draufmalen und so weiter. Aber Leute, ob es den Dieb überzeugt oder nicht und wir unseren Ring endlich wieder kriegen, sehen wir in der nächsten Folge. Cliffhanger! Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wer noch kein Wehrmörchen ist, lasst ein Abo da. Viel Spaß, haut rein und ciao.